Tag 29. Tja, die letzte Nacht war ja nicht so erfolgreich. Och nö, jetzt fängt Anton an, wieder sich unwohl zu fühlen. Alter, ich schieß den Mann gleich selbst. So, Emilia kriegt die Medikamente. Boah, ist das übel mit dem alten Mann. Wir haben kein Feuerholz mehr. Sveta kriegt auch die Konservendose. Ich glaube, es war doch nicht so clever, Emilia aufzunehmen, so hart es auch klingt, aber... So, Sveta ist müde. Du darfst dich gar nicht hinlegen. Erst lädt Slater eine Runde schlafen. Können wir noch was herstellen? Wir können auch das Buch verbrennen. Ganz ehrlich, scheiß auf das Buch. Wir verbrennen Bücher. Wir verbrennen tatsächlich Bücher. Da kommt jemand. Oh, wir sind die Veseni-Miliz. Was wollt ihr denn jetzt hier? Lassen Sie uns reden, Sie werden es nicht bereuen. Okay. Wir suchen nach einem Dieb. Wisst ihr etwas darüber? Bürger, vor einigen Tagen hat jemand in dieser Nachbarschaft Vorräte aus einem Hilfsgütercontainer gestohlen. Diese Vorräte sind für uns überlebensnotwendig. Es gibt keine Belohnung für jeden, der uns dabei hilft, den Täter zu fassen. Einer eurer Nachbarn soll sich in der Nähe des Containers herumgetrieben haben. Wir haben Grund zu glauben, dass er sich diese Vorräte angeeignet hat. Könnt ihr unseren verdächtigen Verdacht bestätigen? Ganz ehrlich, wir würden dafür nur 3 Konserven kriegen. Die Zigaretten und der Kaffee bringen uns rein gar nichts. Und wir verraten unsere Leute nicht. Nein. Ob das nun clever war oder nicht, das wird sich noch rausstellen müssen. Was? Moment, erst musst du was essen. Mia ist auch hungrig, dann muss sie auch was essen. Und schon geht unsere Nahrung wieder zur Neige. Da waren es nur noch 5. Ich hoffe, der Winter geht nicht mehr lange. Das waren, glaube ich, unsere 3 Feuerhölzer. Ja, 4 Stück hatten wir. Die 2 Öfen heizen gerade so. Ich hoffe... Oh, Sveta ist zufrieden. Unser Nachbar hat uns vertraut und wir haben sein Vertrauen nicht missbraucht. Vor uns würde er sicher das Gleiche tun, oder? Mit den Rebellen auf der einen und dem Militär auf der anderen Seite müssen wenigstens wir zusammenhalten, um zu überleben. Ich bin froh, dass wir den Verdacht der Söldner bezüglich unseres Nachbarn nicht bestätigt haben. So. Dann legst du dich jetzt hin. Wir haben jetzt gerade mollige 18 Grad. Anton leicht krank und müde. Dann beenden wir mal den Tag.